Preis dem Herrn, seid ihr bereit für ein Wort heute? Ich habe es euch, glaube ich, schon ein bisschen angekündigt in meinem Gemeindenews, denn ich möchte, weil sehr oft lehre ich über das Thema von Heilung, vor allem an Dienstagabenden. Und manchmal kommt es dann ein bisschen kurz am Sonntag, weil ich denke, ich habe es ja schon gelehrt am Dienstag, aber nicht jeder ist immer am Dienstag dabei. Und vor allem auch in der jetzigen Zeit finde ich es wichtig, dass wir uns einfach stärken lassen in Bezug auf was unsere Recht ist, was Heilung angeht. Und so mein Thema heute heißt Heilung unser Erbe. Heilung unser Erbe. Und so möchte ich heute Morgen beginnen in Markus Kapitel 1. Und wir wollen natürlich dann auch nachher auch beten für diejenigen, die Gebet haben möchten. Markus Kapitel 1. Ich möchte starten mit einer Geschichte aus dem Leben und Dienst von Jesus. Und zwar aus der Geschichte von der Heilung des Aussätzigen. Ich beginne ab Vers 40. Es heißt, und es kommt ein Aussätziger zu Jesus, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sag niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfer für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, sodass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Wunderbare Geschichte hier, die Heilung des Aussätzigen, aber sie drückt uns etwas aus, was enorm wichtig ist für uns. Denn es war auch für diesen Aussätzigen so eine Frage, die er beantwortet haben musste. Und als er zu Jesus kam, er fragte ihn, willst du, so kannst du. Willst du, so kannst du. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es nicht so groß die Frage, kann Gott heilen? Wenn er Gott ist, dann kann er. Den meisten ist klar, wenn jemand Gott ist, dann hat er die Fähigkeit, alles zu tun, was er tun will. Also deswegen ist nicht unsere Frage oftmals die, ja, hat Gott die Fähigkeit, die Möglichkeit, die Kraft, das zu tun, sondern vielmehr, will er es tun? Die Frage des Wollens. Nun, manchmal können wir ja sagen, ja, ich weiß, Gott grundsätzlich will, aber sehr oft fügt man da ein Aber hinzu. Und diese Aussätzige, dass sie überhaupt zu Jesus kam, sagt, war ja schon die Tatsache, dass er gehört hatte von vielen, die schon geheilt worden sind. Und nur weil Gott einige heilt, andere heilt, heißt nicht, dass du die Überzeugung hast, dass er auch dich heilen will. Obwohl man sagt, ja, Gott heilt schon. Er kann heilen, aber will er heilen? Ja, zum Teil, er will heilen, das weiß ich, aber will er mich heilen? Es ist immer die Frage, wenn es zu dir persönlich kommt, wo stehst du? Denn wir müssen wissen, wenn Heilung der Wille Gottes ist für einen jeden Menschen, wenn es ein Teil des Erlösungswerkes Jesus ist, in anderen Worten, wenn Gott und nicht nur unsere Sünden am Kreuz erkauft hat durch das Blut Jesu, sondern auch für unsere körperliche Heilung es erkauft hat durch sein Blut am Kreuz, dann würde das auch jedem Menschen gehören. Wir stellen nämlich fest im 1. Johannes im Kapitel 2 und Vers 2, 1. Johannesbrief 2, Vers 2, Johannes schreibt, ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beisprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Das war Vers 1, aber wir kommen jetzt zu Vers 2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also als Jesus ans Kreuz ging, hat er die Sünden der ganzen Welt genommen. Nicht nur diejenigen, die ihn annehmen würden, die Jesus zu ihrem Herrn machen wird, sondern Jesus nahm die Sünden der ganzen Welt. Deswegen ist es die größte Tragik, die es gibt. Menschen, die ohne Jesus sterben.
in ihren eigenen Sünden, weil Jesus starb und hat ihre Sünden genommen. Die einzige Sünde, womit ein Mensch eigentlich stirbt und verurteilt wird, wird für den Mangel an Glauben sein, dass Jesus ihr Erlöser ist. Es ist wie wenn jemand eben dich einlädt zum Nachtessen und bezahlt die Rechnung, aber du lässt es einfach nicht gelten, du willst sie selber noch zahlen. Aber wenn du nicht genügend Geld hast, dann wirst du in die Küche gesteckt zum Abwaschen. Weil man hat nicht genug, um dafür zu zahlen, für seine eigenen Verfehlungen, die man auch Gott gegenüber hat. Und so heißt es hier, dass Jesus starb für die Sünden der ganzen Welt. Jetzt ist die große Frage, ja, ist auch Jesus gestorben für die Krankheiten und für die Gebrechen auch der ganzen Welt? Ist es auch ein Teil des Erlösungswerks Jesus am Kreuz oder ist das eine Sache, wo Gott einfach bei jedem Einzelnen einfach die Frage beantworten muss, ja, für dich will ich's, für dich nicht und für dich will ich's. Wir wissen, in der Kirchentradition drin ist ja der Gedanke da, dass Gott nicht jeden heilt. Ja, es ist vielleicht die Krankheit ein Kreuz, welches du tragen musst. Wenn man dann solche Aussagen eben auch macht, dann ist es für einen nicht klar, dass Heilung ein Teil des Erlösungswerks Jesus ist, dass Heilung eine Erbschaft ist, das uns zugesprochen wurde durch das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi. Und das ist wichtig zu wissen. Du musst wissen, was dir gehört. Meine, wie würdest du dich benehmen, wenn ich zu dir nach Hause komme? Du denkst, ja, der Pastor ist aber ein lieber Pastor, kommt mich zu besuchen, ich komme zu dir rein, ich gehe sofort in jedes Zimmer einmal rein, ohne zu fragen, wo ich bin. Ich finde da irgendwo eine schöne weitere Statue, vielleicht nochmal ein Wilhelm Tell, ja, der mir sehr gefällt. Ich sage, der gefällt mir aber gut. Ich packe ihn gleich ein und gehe wieder raus. Du würdest sagen, hallo? Wer bist du? Was machst du? Das ist meins, du darfst es nicht nehmen. Sollte es auf jeden Fall mir sagen. Ja, vielleicht weiß der Pastor, was ich nicht weiß, keine Ahnung. Also würdest du ja nicht erlauben, dass jemand einfach zu dir ins Haus kommt und dir etwas nimmt, dir etwas raubt, was dir gehört. Ich hoffe, du würdest einmal an der Tür stehen und sagen, hallo, leg das bitte wieder zurück. Und genauso, wenn du weißt, dass Heilung eine Erbschaft ist, dann wirst du nicht, wenn der Feind an deiner Tür klopft, an deinem Körper klopft mit Symptomen, und mit Situationen, dass du sagst, ja nun, okay, ja, der Grippesaison ist wieder da, ja, das trifft mich wahrscheinlich schon, ich komme es ja immer rüber. Oder der Virus, der herumgeht, ja, ich weiß, der wird mich sicher auch noch treffen. Mein Lieber, sag sowas nicht. Mit dem ziehst du es erst gerade richtig an. Denn das, was du glaubst und sprichst, so sagt die Bibel, da kannst du Berge versetzen oder auch Viren anziehen. Je nachdem, was du willst. Seid noch alle da? Also was Jesus am Kreuz vollbracht hat, wenn auch da Heilung und Genesung und Freiheit von Schmerzen erkauft worden ist, dann ist es unser Recht. Dann können wir lernen, dagegen uns zu stellen, wenn der Angriff kommt. Wir sind in einer Welt und wir werden auch angegriffen werden. Oder vielleicht sind wir bereits schon angegriffen worden, dass wir einfach wissen, nein, ich stelle mich dazu, was mein Recht ist. Und wir wollen ein paar Stellen anschauen hier, wie in Markus bei diesem Aussätzigen. Seine Frage war, Herr, willst du mich reinigen? Gehen wir zu einer anderen Geschichte, Lukas Kapitel 5. Und ich will euch hier aus einigen Stellen, weil euer Glaube muss sich gründen auf Gottes Wort. Nicht aufgrund dessen, was ich jetzt einfach nur erzähle. Deswegen ist es wichtig, ein Student des Wortes zu sein. Wenn du nicht weißt, was in deinem Testament steht, dann wirst du es niemals in Anspruch nehmen. Das ist ein Bund, das ist ein Testament. Sagen wir nicht Neues Testament, Altes Testament. Was ist ein Testament? Ein Testament ist das, was jemand schreibt, oder? Und sagt, bei meinem Sterben will ich, dass dieses und jenes geschieht mit dem, was mir gehört. Deswegen heißt es Testament. Wer ist denn gestorben? Jesus ist gestorben. Er starb am Kreuz. Und deswegen gibt es hier ein Testament. Er ist aber auch auferstanden, um dafür zu sorgen, dass sein Testament durchgesetzt wird.
Er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Aber du musst wissen, was in deinem Testament steht. Ich meine, ich bin mir überzeugt, wenn du plötzlich von einem reichen Onkel, von dem du keine Ahnung gehabt hast aus Amerika, plötzlich hörst, oh, reicher Onkel von dir ist gestorben und hat dir was hinterlassen. Hier ist das Testament. Ich bin mir überzeugt, du würdest das Testament genau durchlesen. Anschauen und darauf beharren. Jawohl, ich will das. Hier ist mein Konto. Schick mir das Geld, was auch immer es ist. Oder vielleicht ist es ein alter Papagei. Keine Ahnung, ob du den willst oder nicht. Aber auf jeden Fall. Ein Testament sagt aus, dir gehört etwas. Du hast eine Erbschaft, das dir zusteht nach dem Gesetz, also nach dem Abmachung von demjenigen, der das Testament geschrieben hat. Lukas 5 hier, schau mal hier die Geschichte an von der Heilung des Gelähmten. Es heißt hier ab Vers 17, und es geschah an einem der Tage, dass Jesus lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach, ließen sie ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, fingen an zu überlegen und sagten: Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was überlegt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichen Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Nun, etwas kommt hier zum Ausdruck in dieser Geschichte, als dieser lahme Mann vor Jesus war und er zu ihm sagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Die Religiösen sagten: Wie kannst du sowas sagen? Nur Gott kann Sünden vergeben. Und dann stellt Jesus die Frage: Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden zu vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett, also sei geheilt? Was ist leichter zu sagen? Ja, es ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil niemand kann das beweisen. Hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Das siehst du erst, nachdem er gestorben ist, ob er im Himmel erscheint oder nicht. Und deswegen sagt Jesus zu dem Mann: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und als der Mann geheilt wurde, war es auch ein Zeichen dafür, dass seine Sünden vergeben waren. Dass Jesus Macht hat, Sünden zu vergeben. Sündenvergebung und körperliche Heilung gehören Hand in Hand. In anderen Worten, was er hier sagt. Er sagt: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und das war ein Beweis auch für alle Beteiligten, dass nicht nur hat Jesus Kraft zu heilen, sondern er hat auch Kraft, Sünden zu vergeben. Das eine kommt als Paket mit dem anderen zusammen. Ein Paket. Halleluja. Amen. Nichts ist schlimmer, als wenn du irgendwas bestellst, oder? Über irgendein Online-Shop, und die schicken nur die Hälfte im Paket. Da fehlt was noch. Da fehlt noch was. Du bestellst ein Paket, ein italienisches Paket, und die schicken dir die Nudeln, aber die Soße fehlt. Die Soße. Was ist ein italienisches Essenspaket ohne gute Bolognese oder Napoletano oder was haben wir noch für Soßen? Carbonara. Was gibt's noch? Pesto-Soße. Ah, Pesto liebe ich, ja. Was gibt's noch? Abaratica, oder wie das heißt. Ich weiß gar nicht. Also wir hören auf. Sonst kriegt ihr Hunger und ihr wollt schon gehen. Also wir servieren heute kein Spaghetti hier. Aber ich sage einfach, es ist einmal ein Paket. Das heißt, es gehört zusammen. Das eine gehört mit dem anderen zusammen. Jesus starb für unsere Sünden und die der ganzen Welt. Das heißt, auch diejenigen, die noch nicht gerettet waren,
starb Jesus für ihre Sünden. Also in dem Moment, wenn jemand sagt, Jesus, komm in mein Leben, Jesus muss nicht noch einmal schnell ans Kreuz irgendwo gehen. Er hat ein für alle Mal das erledigt. Und die Frage, ob jemand jetzt ihnen ihre Sünden vergeben wird oder nicht, ist keine Frage, die wir Gott stellen müssen. Willst du? Wir sind alle der Überzeugung, deswegen predigen wir Jesus. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, wie können wir denn sowas sagen? Weil es hier in der Schrift gesagt hat, weil wir der Überzeugung sind, als Jesus am Kreuz starb, starb er für alle Menschen. Das heißt, es ist bereits schon ein Ja-Wort, das Stempel und Siegel darauf. Die Erbschaft ist schon ausgesprochen, dass jedem Menschen gehört Sündenvergebung, wenn er es annehmen will. Stimmt's? Oder müssen wir einfach Gott fragen, ob er heute das tun will? Müssen wir schauen, ja, ihn fragen, wenn er in guter Laune ist. Gott, heute würdest du mich bitte retten. Nein, wir sind überzeugt. Wir gehen auf jeden Menschen zu und sind bereit, ihnen zu sagen, hör mal, wenn du mit Herzen Jesus Christus, dein Herrn, einlädst, in dein Leben zu kommen, dir deine Sünden zu vergeben, dann werden sie dir vergeben. Stimmt's? Ja, aber mit Heilung haben wir es ein bisschen schwieriger in unseren Gedanken. Aber wenn das im Paket mit drin ist, im Erlösungspaket, in der Erbschaftstestament drinsteht, dann ist es keine Frage mehr, die wir Gott stellen müssen. Gott, willst du mich heilen? Schauen wir noch ein Stück weiter hier. Schauen wir eine andere Stelle an. Im Alten Testament, Psalm 103. Der gute Psalm von König David. Und du kannst diesen Gedanken nicht nur im Neuen Testament finden, sondern genauso auch im Alten. Psalm 103. Es heißt hier ab Vers 2, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der da vergibt alle, sag mal alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Er fügt es miteinander im gleichen Satz, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Der Gott der Israeliten hat sich ihnen geoffenbart als der Herr, unser Arzt. Der Herr, unser Arzt. Schaut mal an, gehen wir zu einer anderen Stelle, noch einmal ins Neue Testament. Ich bin heute Morgen hier, um dich zu überzeugen, dass im Wort Gottes es klar und deutlich steht, dass Erlösung ein Teil unseres Erbes ist und unser Recht ist und uns gehört. Nur wenn du das weißt, bist du bereit, wenn der Teufel an deine Tür klopft und aus deinem Leben etwas nehmen will, deine Gesundheit nehmen will, dass du einfach ihn anhältst an deiner Tür und sagst, tu das wieder zurück. Einer, den ich immer geliebt habe, den ich auch persönlich kennenlernte, bevor er heimgegangen ist zum Herrn, ist der Norval Hayes, ein Prediger in Amerika. Gewaltiger Mann Gottes, er war ein Geschäftsmann zuallererst und dann war er auch ein Prediger geworden. Und seine Tochter, die er hatte, die hatte plötzlich geschwulst überall an ihrer Haut bekommen. Und er hat gebetet für sie, er hat noch nicht vieles erkannt gehabt zu seiner Zeit. Er ist in einer traditionellen Gemeinde eigentlich aufgewachsen, Norval Hayes. Aber seine Tochter hatte Wucherungen überall an ihren Beinen und an ihrer Haut, an ihren Armen und so. Und sie sagte zu ihrem Papa, Papa, bete, tu was. Und er betete 3 Jahre lang, nichts ist passiert. Und der Herr gab ihm die Offenbarung dann, dass er verstand, was für eine Vollmacht und Autorität das er hatte. Und als er das verstanden hat, dass er an der Tür einmal sagte, nein, du raubst uns das nicht, weil das gehört zu unserer Erbschaft. Er fing an, 30 Tage lang, jeden Tag einmal zu deklarieren, zu sagen, Satan, du nimmst deine Hände weg von dem Körper meiner Tochter. Ihre Haut im Namen Jesus spreche, ist rein und ganz. So wie dieser Aussätzige, der rein geworden ist. Ein Aussätziger, der zum Teil eben die Hautteile und Teile gefehlt haben. Und er schreibt dann nach 30 Tagen, wo er das proklamiert hat, das steht in seinem Buch, das ich heute Morgen verschenken werde, Leben und nicht sterben. Ja. Sondern dass er schreibt, nach 30 Tagen plötzlich hörte er einen Schrei seiner Tochter in ihrem Zimmer. Ah!
Und sie kommt zu ihm gerannt. Papa, schau mal. Plötzlich war ihre Haut völlig neu, wie Babyhaut geworden. Alles war verschwunden. Aber manchmal kann es ein Kampf sein. Nur wenn du ihm sagst, Teufel, bitte geh weg. Oh ja, ja, ich geh weg. Er ist ein hartnäckiger Typ. Und er wird jeden eins von uns auf die Probe stellen. Ja. Aber wenn wir wissen, was uns gehört, und wenn wir sagen Nein, und wir bleiben bei unserem Nein, und wir erlauben nicht, dass der Teufel uns sagt, ja, aber weißt du, du bist aber kein Netzbürstli gewesen die Woche. Du hast ja wirklich viele Sachen gemacht, die du nicht hättest sollen machen. Du hast Sachen gesagt. Ja, weißt du, du stehst nicht gerade auf der obersten Liste bei Gott, dass er was für dich tun will. Er ist sich noch am Überlegen, ob er dich heilen will jetzt diese Woche, weil du musst dich zuerst noch beweisen. Das ist teuflische Gedankengut. Weil die Bibel sagt, was eine Erbschaft ist. Musst du das verdienen, eine Erbschaft? Wenn es steht im Testament, dann ist es schon festgehalten. Du kannst nichts dafür oder dagegen tun. Es ist da. Du kannst es nur annehmen oder ablehnen. Stimmt's? Hat nichts damit zu tun, ob du ein netter, lieber Kerl gewesen bist in der Woche oder nicht. Die Erbschaft steht fest. Jesus ist bereits schon am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Aber wir sehen auch hier, dass er auch starb für unsere Heilung. In Jakobus in Kapitel 5 wollte ich ja hier lesen. Schaut mal an, wie die Gemeinde damals, Jakobus, so überzeugt davon, dass Krankenheilung und Sündenvergebung durch das Erlösungswerk Jesus in einem Paket innen drin ist, schreibt Folgendes an die Gemeinde. In Vers 14, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen Gott fragen, ob Gott sie heilen möchte an diesem Sonntag oder nicht. Hallo? Nein, hat er nicht geschrieben. Er hat hier geschrieben, ist jemand krank, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie mögen über ihn beten, ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder heilen, ist dasselbe Wort. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Sündenvergebung, Krankenheilung gehören zusammen. Er hat nicht gesagt, dann fragen wir Gott, ob Gott was tun will an dem Tag, sondern er hat gesagt, ist jemand krank? Sie sollen fragen, dass die Eltern sie salben mit Öl. Sie sollen das Gebet des Glaubens, was heißt Glauben, Vertrauen, Überzeugung, über sie sprechen und der Herr wird sie heilen. Sie werden ihre Heilung empfangen. Der Herr wird sie aufrichten und wenn sie Sünden begangen hat, wird ihnen die Sünden vergeben sein. Oh, Halleluja. Sündenvergebung, Krankenheilung, kannst du es lesen, es gehört zusammen. Auch wie dieser Aussätzige, von dem wir gelesen haben, als er zu Jesus kam, Herr, willst du mich reinigen? Und er sagt, ich will. Und er streckte seine Hand aus und er rührte ihn an und er wurde gereinigt. Und dann sagte ihm Jesus Folgendes, er sagte ihm, geh jetzt hin zu den Priestern, zeige dich denen, und lass deine Heilung von denen bestätigen. Denn du musst verstehen, in der damaligen Zeit, wer aussätzig war, der war ausgeschlossen von der Gesellschaft. Und er musste eine Bestätigung bekommen vom Gesundheitsamt. Dass er kein Corona mehr hat. Dass er keinen Aussatz mehr hat. Deswegen musste er nach Jerusalem gehen und sich den Priestern dort zeigen. Und die Priester hatten im dritten Buch Mose, es gibt zwei volle Kapitel, die ihnen schreiben, was sie alles tun müssen, damit der Aussätzige wieder angenommen werden kann in der Gesellschaft. Es steht dort unter anderem, ich gebe euch nur die kurze Highlight, 7 Tage lang muss er sich in Bädern reinwaschen. Dann am 8. Tag musste man 2 Vögel nehmen, die Zwillinge waren, also die ziemlich gleich aussahen. Und da musste man den einen Vogel töten, das Blut vom einen Vogel nehmen und den zweiten Vogel nehmen, lebendig in das Blut des anderen tauchen und diesen Vogel freilassen. Das musste man tun. Und Jesus sagte, geh zu den Priestern, lass die Priester bestätigen zu einem Zeugnis. Sie sollen erkennen,
dass Jesus Vollmacht hat, nicht nur Aussätzige zu heilen, sondern Aussatz, es war auch ein Bild davon, dass auch Sünden vergeben wurde durch das Blut. Durch das Blut. Was war es? Was ist das Symbolbild, wenn man denkt, ein Vogel wird getötet und wird begraben werden und der andere wird in das Blut des anderen getaucht und wird freigelassen werden. Das ist Erlösung. Jesus starb am Kreuz und wurde begraben für uns. Wir als Lebendige, wir wurden eingetaucht in das Blut Jesus und werden zum neuen Leben losgelassen. Das ist das Bild, das wir dadurch haben. In 4. Mose haben wir auch eine Geschichte, wo wir auch wiederum sehen, wie Sündenvergebung und körperliche Heilung zusammengehören. Im 4. Mose und Kapitel 21. Eine Geschichte, welches auch Jesus im Neuen Testament aufgreift. Ab Vers 5. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot, kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Schlimme Geschichte. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Kann man sagen, hallo, wie bitte? Muss das denn sein? Warum diese Situation? Nun, es heißt hier, sie wurden gebissen, sie lagen im Sterben, Gift war in ihrem Körper. Aber wenn sie auf diese eherne Schlange schauten, welches auf diesem Stück Holz erhoben war, wurden sie gesund. Jesus greift es auf, als er mit Nikodemus redet in Johannes Kapitel 3. Er sagte dort, so wie Moses die Schlange erhoben hat in der Wüste, so wird das Menschensohn erhoben werden und wird alle Menschen zu sich ziehen. Wie kann Jesus sich vergleichen mit der Schlange auf eine Stange? Warum sollten die Leute auf eine Schlange schauen? Das war eigentlich das Bild von Jesus, der unsere Sünde trägt und zu der Natur des Teufels und der Sünde wird, während er am Kreuz hing. Er hat unsere Natur auf sich genommen. Er ist für uns zur Sünde gemacht worden, heißt es, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Also auch hier sehen wir, das Volk, das gesündigt hat, wenn sie auf den Herrn Jesus geschaut haben, also diese Schlange im Alten Testament, was Jesus am Kreuz getan hat, haben sie Heilung empfangen. Das Kreuz bringt Heilung. Nicht einfach Gottes Überlegungen heute, dich will er heilen, der andere nicht und du bist gut genug und du hast es verdient und du musst noch eine Weile warten und du musst noch eine Weile leiden, du musst noch was lernen dadurch. All diese verschiedenen Gedanken stimmen nicht mit der Schrift überein, wo wir sehen, dass es ein Paket ist, wo Jesus am Kreuz starb, zur Vergebung unserer Sünden, aber auch zur Heilung unserer Krankheiten. Eine Stelle kann ich nicht auslassen, natürlich. In Jesaja Kapitel 53, Vers 4. Immer gut, wenn man gute Leute hat hier, die die Bibel kennen. Es heißt hier Jesaja 53, Vers 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, das ist ein Bild von dem kommenden Messias, das Jesus erfüllt hat. Unsere Leiden hat sie getragen, unsere Schmerzen hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hier ist die Rede vom Erlösungswerk Jesus, das für jeden Menschen gilt. Oder gibt es Menschen, die nicht gerettet werden können? Nein, gibt es nicht. Jesus starb für unsere Sünden, die der ganzen Welt.
Und im gleichen Atemzug hier sehen wir, wie es gesagt wird, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Nun, da gibt es Leute, die dann sagen, ja, das ist geistlich gemeint. Okay, das hat Matthäus wahrscheinlich nicht gewusst, als er vom Heiligen Geist geführt wurde, zu schreiben, was er uns schrieb. Dass das nur geistliche Heilung ist. Matthäus 8 und Vers 16. Es heißt, als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Er spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Hier sehen wir es noch einmal. Und hier geht es um körperliche Freisetzung. Seelisch, Besessene, körperliche Heilung. Er zitiert Jesaja 53 und sagt, dass Jesus das getan hat, um das zu erfüllen, was eben Jesaja geschrieben hat. Seid noch alle da? Ich bin dir am Erklären wie ein guter Anwalt, was in deinem Testament steht, von deinem reichen Herrn, der gestorben ist, aber auferstand. Amen. Damit du klopfen kannst auf dem Tisch, wenn der Feind dir deine Erbschaft streitig machen will. Auch in der heutigen Zeit, wo wir umhergehen, dass wir sagen, nein, im Namen Jesus, das gehört mir. Petrus greift dieses Wort auch noch einmal auf. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. 1. Petrus 2, 24. Es heißt hier, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir der Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Und jetzt schau mal, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. In einem Atemzug hier. Sündenvergebung durch das Kreuzeswerk Jesu, aber auch körperliche Heilung. Es ist körperlich, weil wir haben es gelesen von Matthäus, er schreibt von körperlicher Heilung. Ja, aber warum wird dann nicht jeder geheilt, wenn das so ist? Ja, nicht jeder ist gerettet nur deswegen. Nur weil Jesus für die Sünden der Menschen starb, ist nicht jeder gerettet. Stimmt's? Es ist der Wille Gottes, jeder Mensch, dass er gerettet wird. Aber wenn du weißt, für Gott ist es nicht eine Frage mehr, ein Ja oder ein Nein oder ein Vielleicht, sondern dass es bereits schon ein Ja ist, dann kannst du all deine Kraft darin setzen, dein Erbschaft in Jesu Christi anzunehmen, darin zu stehen, das zu bekennen und dem Feind zu sagen, er muss weichen aus deinem Leben. Norval Hayes erzählte auch von einer anderen Geschichte, von einem jungen Mann, den er kannte in seiner Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist. Er ist zur Schule gegangen mit deren Töchtern. Und dieser Mann war ein Zwerg. Er war ein Zwerg, er war 1,25 Meter groß und ungefähr 45 Kilogramm schwer. Mit 12 Jahren hat er aufgehört zu wachsen. Und als er dann sich meldete fürs Militär, das Militär hat ihn nicht angenommen, weil sie sagten, wir können dich nicht brauchen in ihrer Größe. War klein, ein Kleinwüchsiger. Und so hat er einfach geschrien zum Herr, ich will nicht, er hatte einen Job bei Kindern, weil er ihre Größe war. Er wollte, Herr, ich will groß sein, ich will groß sein. Und als er dann 26 Jahre alt war, war immer noch 1,25 groß und 45 Kilogramm schwer. Als er 26 Jahre alt war, war er unterwegs mit dem Auto und er hat eine Frontalkollision mit einem anderen Auto gehabt, wo ein Betrunkener gefahren ist. Einer im Auto, der starb neben ihm und er selber wurde natürlich sehr stark verletzt. Seine beiden Beine, die Oberschenkel sind durch seine Hüftknochen durchgegangen. Also er war wirklich total, also zertrümmert, kann man sagen, als man ihn dann ins Spital brachte. Als ins Spital dann auch kam, haben die Ärzte gleich gesehen und gesagt, er wird die Nacht nicht überleben. Also sie haben gar nicht gewagt, irgendetwas zu tun für ihn, als einfach nur seine Schmerzen zu lindern, haben ihn, weil er bewusstlos war, in einem Zimmer einfach gelegt. Der Mann kam kurz wieder zum Bewusstsein und er flehte zum Herrn und sagte, Herr, ich will jetzt nicht, noch nicht sterben. Ich will nicht so in dieser Art und Weise zu dir gehen.
Und ich will noch viele Menschen zu Jesus führen. Ich habe es noch gar nicht richtig gemacht, wie ich es hätte machen sollen. Herr Jesus, hilf mir, ich will nicht sterben. Und ist wieder bewusstlos geworden. Am nächsten Morgen, als die Ärzte kamen, sie waren erstaunt, dass er nicht schon tot war. Er hatte mehrere Liter Blut verloren und sagten, er kann ja gar nicht überleben. Nach ungefähr 6 Tagen, weil der junge Mann immer noch am Leben war, sagen sie, okay, wir müssen wohl anfangen, was zu tun. Er lebte immer noch. Und so haben sie angefangen, eben seine Beine mit Gewichten so zu belassen, damit eben die Knochen wieder an Ort gezogen wurden. Und er war viele Monate natürlich im Krankenhaus. Einmal, als die Ärzte in seinem Zimmer waren und sie dachten, dass er schlief, hörte er, wie sie sagten, ja, dieser arme junge Mann, der wird niemals wieder gehen können. Der wird immer ein Krüppel bleiben. Und das plagte ihn und er fing an, wirklich einmal mit diesen Gedanken kämpfen zu müssen. Und sagte, Herr Jesus, ich will nicht so bleiben. Aber er wusste nicht, was die Schrift sagte. Schließlich nach mehreren Monaten im Spital, man schickte ihn nach Hause. Jede Woche musste einmal ins Krankenhaus gefahren werden mit der Ambulanz, um wieder neue Therapien auch zu machen. Und während dieser Zeit, er lernte seine Bibel kennen und er fing an, die Stellen zu studieren und zu sehen, wie es wirklich steht, dass Erlösung immer, dass Heilung im Erlösungswerk ist. Und er fing an zu kennen, zu entdecken, wie Heilung sein Recht ist, seine Erbschaft ist. Und er fing an, das einfach zu proklamieren. Nach ungefähr 9 Monaten, und als er anfing, einfach Gott dafür zu danken, er war zu Hause, nach jeweils 30 Tagen, als er seine Hosen anzog, weil er konnte anfangen, wieder zu laufen. Und als er seine Hosen anzog, merkte er nach 30 Tagen, dass seine Hosen immer zu kurz waren. Und es vergingen wieder 30 Tage, weil er konnte schon laufen, es war ein Wunder schon geschehen. Aber 30 Tage später waren seine Hosen schon wieder zu kurz. Und so ging es mehrere Monate lang, wo Norval Hay schreibt von ihm, wo er ihn kannte, eben seit 12 Jahren ist er nicht mehr gewachsen, wie er nun jetzt in seinem Leben jetzt 1,85 Meter geworden ist und 95 Kilogramm schwer. Ein Wunder. Gott tut Wunder. Aber ist es so wichtig, dass man weiß, was das Wort Gottes einfach sagt und dass man einfach dabei bleibt? Ja, wie lange muss ich denn warten? Du musst bereit sein, einfach festzustehen, bis zum Lebensende. Zu sagen, das ist mein Recht, das gehört mir, ich gebe nicht auf. Amen. Jetzt hätte ich fast noch was gesagt, was ich nicht sagen will. So wie der Trump nicht aufgeben will. Nein, ich habe es jetzt nicht gesagt. Halleluja. Amen. Gott tut Wunder. Sie sagt, ja, kann sowas geschehen? Ja, wir haben vor einem Monat haben wir hier die Aranka gehabt, ja, wo der Georg Karl übernatürlich ein Wort vom Herrn hatte für sie, dass sie eine schwere Krankheit hat und sie muss Gewicht abnehmen, konnte er nicht wissen, und wie sie sofort Gewicht verloren hat. Fett verloren ist. Und am Sonntag drauf kam sie und hat Zeugnis gegeben, dass sie Hosen angehabt hat, die sie seit langem nicht mehr anziehen konnte. Preis dem Herrn. Gott kann dir zusätzliches Blut geben, wie dieser junge Mann aus dem Krankenhaus war, wo er so viel Blut verloren hat. Er kann dich wachsen lassen. Er kann, was auch immer du brauchst. Amen. Weil Heilung mehr Lösungswerk ist. Das volle Paket. Ich will keine Spaghetti haben ohne Soße. Halleluja. Heilung ist ein Teil des Bundes. Schau mal ganz kurz hier. Lukas 13, es gibt so viele Stellen. Und dennoch, so viele haben es nicht begriffen, weil man schaut mehr auf, ja, da klappt es nicht und da klappt es nicht. Aber mein Lieber, es ist deine Erbschaft. Du musst dich für deine Erbschaft einsetzen. Lukas 13, die Geschichte von einer Frau, die gebunden war, die verkrümmt war 18 Jahre lang. Und Jesus kommt und legt ihr die Hände auf und sie wird geheilt. Und er macht folgende Aussage hier über sie. Vers 16, diese aber,
die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, sie 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Er sagt hier klar und deutlich, warum diese Frau geheilt werden sollte. Nicht, weil sie das große Los gezogen hat im Himmel, nicht, weil sie genügend gelitten hat, jetzt kommt was Gutes, sondern er sagt, weil sie eine Tochter Abrahams ist. Sollte sie nicht geheilt werden? Ja, wann war sie eine Tochter Abrahams? Ja, ist sie dem Club beigetreten in der letzten Woche? Nein, sie war eine Tochter Abrahams von Anfang an, vom Samen Abrahams abstammig. Als Jüdin, als Israelitin gehörte ihr das Recht der Heilung, auch im Alten Testament. Die Juden wissen das. Warum meint ihr, warum alle Juden auch Ärzte werden wollen? Weil sie wissen nämlich auch, dass es Gottes Wille ist, dass man gesund sein soll. Und wir fügen alles hinzu, was man nur hinzufügen kann. Vom Natürlichen machen wir das Möglichste und vom Geistlichen nehmen wir das in Anspruch, was uns zusteht. Gott will, dass es einem wohl geht. Sie, eine Tochter Abrahams, sollte sie nicht gelöst werden. Wer hat sie gebunden? Der Satan. Nicht, dass der Satan persönlich jetzt sie gefangen hat, sondern es ist die finstere Macht in dieser Welt, das durch den Sündenfall gekommen ist. Schau mal an, ein anderer Vergleich, Matthäus Kapitel 15. Jesus begegnet hier eine andere Frau, die keine Jüdin war, die aber eine Tochter hatte, die besessen war. Und kommt zu ihm und möchte, dass Jesus ihre Tochter heilt. Und er macht folgende Aussage. Im Vers 26. Er antwortet und sprach, es ist nicht richtig oder nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Sie war keine Jüdin, sie war eine Götzenanbeterin, aber sie wollte, dass ihre Tochter geheilt werden sollte. Und Jesus spricht sie an als Hund. Die Juden haben die Heiden als Hunde angesprochen. Sie hätte sagen können, also mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Aber was sagt Jesus hier? Soll man das Brot der Kinder nehmen? Er vergleicht Heilung, Wohlergehen mit Brot. Nicht mit einem Chateaubriand, das sich nicht jeder leisten kann. Sondern mit Brot. Brot gehört zu den Alltagsgütern, die jedem zustehen sollte. Nicht etwas Besonderes, das nur jemand besonders kriegen kann. Das Brot der Kinder nennt er Heilung hier von den Juden, von den Israeliten, vom Alten Testamentbund. Und wir sehen hier, dass auch diese Frau, weil sie bereit war, sich zu demütigen vor Jesus und ihn anzubeten und ihm in ihr Leben zu lassen, indem sie sagte, auch die Hunde essen von den Brosamen, hat sie, nur die Brosamen genügen schon. Brauchst nicht einmal ein ganzes Lieb, brauchst kein Kilo Brot. Brosamen genügen schon. Heilung ist im Erlösungsweg. Heilung ist deine Erbschaft. Heilung gehört dir. Heilung ist ein Teil des Erlösungswerkes und hat nichts damit zu tun, dass du es verdienen kannst. Dass du gut genug dafür wirst. Das heißt einfach, was musst du tun? Ja, ich muss noch mehr glauben, dass ich die Erbschaft annehmen kann. Hat nichts mit dem zu tun, manchmal, wir bemühen uns, ich brauche mehr Glauben. Wie viel Glauben brauchst du, um deine Erbschaft anzunehmen? Du sagst, es gehört mir im Jesu Namen. Ich halte das fest. Halleluja. Und es wird überwiesen. Es wird überwiesen. Manchmal will der Feind die Überweisung ein bisschen aufhalten. Aber die Überweisung muss kommen, weil sie dir gehört. Haben Sie gehört hier von der Tochter Abrahams? Wir haben gehört hier auch von dieser Frau, die nicht eine Tochter Abrahams, wie sie Heilung empfangen hat. Aber wie steht es mit uns hier? Und fassen wir das hier zusammen in Galaterbrief, in Kapitel 3. Galaterbrief, in Kapitel 3. Viele von euch kennen ja die Stelle schon. Und Vers 13. Es heißt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist.
Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der im Holz hängt, damit der Segen Abrahams, sag mal Segen Abrahams, in Christus Jesus zu den Nationen komme. Das heißt, wie zu uns, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Das heißt, damit der Segen Abrahams, also als Jesus sagte zu dieser Frau, ihr sagte, sollte diese Frau nicht gelöst werden von ihrer Krankheit, weil sie eine Tochter Abrahams ist, weil sie den Segen Abrahams hat, was eben Gesundheit und Wohlergehen bedeutet, sehen wir hier im Galaterbrief, dass der Segen Abrahams uns zugesprochen worden ist. Wir sind freigesetzt worden vom Fluch des Gesetzes. Und du kannst es selber lesen im 5. Buch Mose und Kapitel 28, wie es dort steht, dass jede Krankheit und jedes Gebrechen, ab Vers 61, das auch nicht erwähnt worden ist, gehört zum Fluch des Gesetzes. Also alles. Du sagst, ja, aber meine Krankheit ist eine besondere. Und dir hat Jesus nicht gedankt, wenn er das Kreuz ist. Nein. Wohlergehen und Gesundheit. Und in dieser Zeit braucht man es mehr denn je. Mehr denn je einfach die Überzeugung dafür, dass wenn Krankheit in dein Haus auch kommen will, über deine Kinder, dass du über sie betest, dass du die Autorität dafür nimmst, in meinem Haus im Namen Jesus will ich und werde ich keine Krankheit erlauben. Ja, aber sie sind trotzdem noch Fieber. Halt einfach weiterhin fest. Der Teufel kommt und sagt, siehst du, dein Glaube ist nicht genug. Du hast nicht genügend Glaube. Irgendwas liegt bei dir nicht richtig. Irgendwie hast du gesündigt, dass es nicht klappt. Irgendwie, Erbschaft hat nichts damit zu tun. Sondern das Werk Jesu hat alles damit zu tun. Ist es nicht das, was wir tun, wenn wir das Abendmahl feiern? Wir essen vom Brot und wir trinken vom Kelch und sagen damit, Jesus, du bist alles und wir sind nichts. Du hast alles gemacht, nicht wir tun was dazu. Wie schwierig ist es, etwas anzunehmen? Einfach nimm es an, aber wir haben einen Feind. Und da muss man bereit sein, dass wenn er kommen will, etwas aus deinem Leben rauben will, dass du sagst nein und du hältst daran fest. Glory to God. Und somit möchte ich ihm zurückgehen zu Jakobus Kapitel 5. Ich möchte heute Morgen das tun, was hier steht. In Jakobus 5, was wir schon gelesen haben. Für diejenigen, die Gebet haben möchten. Es heißt hier nämlich, noch einmal, wir lesen Vers 14, ist jemand krank unter euch? Das ist eine interessante Frage, dass ihr überhaupt die Frage stellt. Sollte jemand krank sein, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Eine einfache Formel, kann man so hier so sagen. Wenn man krank ist, komm zu den Ältesten, lass dich über dich beten, mit Öl salben und das Gebet des Glaubens. Hier ist nicht einmal dein Gebet gemeint, sondern das Gebet von den Ältesten hier, die hier beten für dich. Das ist ein Weg, wie man es empfangen kann. Anderer Weg eben, einfach deine Autorität nehmen. Aber wir können das gemeinsam einfach auch machen heute Morgen. Das wollen wir auch tun hier, heute Morgen. Lass mich kurz fragen, wer es hier heute Morgen möchte, mit Öl gesalbt werden zur Empfangen von Heilung hier. Lass mal deine Hand sehen. Preis dem Herrn.